Essen und ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier im Aloysius-Kolleg und wünsche euch fröhliche Weihnachten oder Eid Milad Majid, eine herrliche, eine wunderbare, eine schöne Geburt und lasst uns den Geburtstag von Jesus nochmal ganz gebührend feiern und Jesus nochmal einen richtigen Geburtstagapplaus geben. Jesus ist geboren. Er ist geboren, er ist in diese Welt gekommen. Und ich freue mich ganz besonders, mit euch dieses Fest zu feiern, denn Jesus, er sagt, ich bin das Licht und er ist in unsere Dunkelheit, in unsere Finsternis gekommen. Ja, zugegeben, 2022, es war ein schwieriges Jahr. Ich war gelandet in Beirut am 24. Februar und es war Kriegsbeginn. Wir haben das erste Mal Krieg in Europa. Viele von uns machen sich Sorgen gerade wegen steigenden Energiekosten. Wir gucken immer, ist das Licht aus, ne? Und ist die Heizung nur in einem Zimmer geheizt, nicht wahr? Wir alle machen uns Sorgen und trotzdem möchte ich uns heute frohe Nachricht sagen. Christus ist geboren, das Licht ist in die Finsternis gekommen. Amen. Und deswegen seid ermutigt, es ist ein wunderschönes Fest, was wir feiern. Und ich war ja jetzt am 5. Dezember, war ich das erste Mal in meinem Leben in Damaskus. Und dort ist Blackout 24 Stunden am Tag. Wir in Deutschland, wir können uns das nicht vorstellen, obwohl wir jetzt schon öfter mal gehört haben in den Medien, der Blackout kommt, seid ihr vorbereitet für den Blackout, aber wenn wir so richtig ernst sind, so, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Aber als ich am 5. Dezember mit meinem Chef von meiner NGO habe ich ein Zimmer geteilt und da war kein Licht, nicht wahr? Und das machte mir große Sorgen, weil ich gehe nämlich gerne nachts mal auf Toilette, nicht wahr? Und dann noch mit meinem Chef in einem Zimmer und dann habe ich hatte zwar meine Taschenlampe dabei, die habe ich heute sogar dabei, aber da in Damaskus hatte ich sie vergessen, ich hatte sie in der Jacke im Schrank. Und dann bin ich so ganz leicht, so ganz vorsichtig, dass bloß nicht über meinen Chef stolpere oder über irgendwelche Taschen stolpere, bin ich dann zum Badezimmer geschlichen, habe es dann irgendwann gefunden und bin dann wieder zurückgeschlichen zum Bett. Das ist einigermaßen lustig, aber in Damaskus, in der Nacht, im Straßenverkehr, wo generell keine Beleuchtung ist und auch die anderen Verkehrsteilnehmer kein Licht anhaben, das ist lebensgefährlich. Licht ist so wichtig für uns und wir nehmen es schon so selbstverständlich, Licht gehört zum Leben dazu. Und wir in Deutschland, ich meine, heute sind wir hier wunderbar ausgeleuchtet, wir gehen gleich, wenn wir zusammen Weihnachten feiern und Gott sei Dank wohnen wir in Deutschland. Seid ihr auch froh, dass wir heute Abend schon Geschenke bekommen und nicht wie die Amerikaner morgen? Ist das nicht herrlich? Wir gehen in unsere geheizten Wohnung, wir haben einen Lichtschalter, wir wissen sogar, wo unser Lichtschalter ist. Für uns ist Licht selbstverständlich. Und obwohl wir in Deutschland leben, in diesem reichen Land, gibt es doch viele Menschen, die, obwohl alles drumherum erleuchtet ist, in ihrem Herzen ist Finsternis. In unserem Herzen ist Kälte. Und wir fragen uns manchmal, warum bin ich so zornig? Warum kommt diese Aggressivität hoch? Warum hasse ich meinen Nächsten? Warum bin ich so voller Furcht? Warum ist so viel Zweifel in meinem Leben? Und wir wissen manchmal nicht, wohin wir gehen. Und manchmal geht es uns so, wie der Prophet Jesaja es prophezeit in Jesaja 59, Vers 9 und 10. Wir sehnen uns nach einem Lichtstrahl, doch wir müssen im Dunkeln bleiben. Obwohl ganz Bonn erleuchtet ist, obwohl mein Wohnzimmer erleuchtet ist, und doch in meinem Herzen ist es Nacht. Wir tasten uns wie Blinde an der Wand entlang, so wie ich in Damaskus in dieser Nacht, wo ich zur Toilette gehen wollte. Wir tappen umher, als hätten wir keine Augen im Kopf. Am hellen Mittag stolpern wir und wir sind wie Tote mitten und in den Lebenden. So geht es vielleicht vielen, vielleicht sogar manchen von uns heute hier. Und wir fühlen uns lebendig tot und wir fühlen uns, als ob in unserem Herzen
die Dunkelheit regiert. So wie Mohammed, den ich getroffen habe im Februar in Amman. Mohammed hat 2 Jahre gefoltert vom Islamischen Staat in Irak und sein Leben war zerstört, sein Herz war voller Finsternis und er kam zu seiner Familie nach Amman und er war voller Aggression. Hat seine Frau geschlagen, hat seine Kinder geschlagen und er wusste nicht, woher kommt dieser Hass, woher kommt diese Hoffnungslosigkeit. Diese Eure, ich sag mal Eure, weil ihr auch so viel gespendet habt im letzten Jahr, eure Lebensmittelausgabe in Amman getroffen hat und durch diese Lebensausgabe Jesus getroffen hat, das Licht, das in sein Leben kam. Amen. Es sind so viele, die in der Nacht ihres Lebens sind. Ich kann mich erinnern, heute vor 4 Jahren habe ich meine Diagnose auf Krebs bekommen. Meine beiden Nachbarn sind auch an Krebs erkrankt, genau im selben Monat wie ich haben sie ihre Diagnose bekommen. Und beide sind gestorben, heute stehe ich heute hier. Und ich weiß es nicht, warum. Ich durfte beide beerdigen. Und da war so eine Nacht, da war so eine Hoffnungslosigkeit. Und manchmal wissen wir nicht, warum Dinge in unserem Leben passieren. Manchmal wissen wir nicht, warum wir durch Leid gehen. Oder wie der Ehemann, mit dem ich dieses Jahr sprechen durfte, und so voller Selbstzweifel ist und so, warum hat mein Ehepartner mich verlassen? Warum, was habe ich falsch gemacht? Da ist so viel Dunkelheit in unserem Leben. Aber heute feiern wir den Gott, der unbedingt als das Licht in unsere Welt gekommen ist. Jesus ist geboren. Jesus ist das Licht. Amen. Und Licht ist so wichtig. Licht ist das zentrale Thema in allen Religionen, in allen Philosophien, sogar in der Wissenschaft. Ich lasse mal heute Abend einen Wissenschaftler sprechen, Herbert Friedmann. Er ist ein diplomierter Biologe und er sagt, ohne Licht gibt es kein Leben auf diesem Planeten. Die Sonne erhält unser Leben, durch die Sonne haben wir unser Klima, durch die Sonne bewegen sich die Wolken, wird unser Boden, bekommt den Regen. Ohne Sonne kein Klima. Ohne Sonne werden auch die Bäume nicht in der Lage sein, Photosynthese und Sauerstoff zu produzieren, sodass wir leben können. Ohne Licht kein Leben, sagt sogar die Wissenschaft. In den großen Religionen, im Hinduismus, ist Religion ohne das Licht undenkbar. Im Buddhismus, ohne die Zeremonie im Tempel, ohne das Anzünden des Lichtes, des heiligen Lichtes, gibt es diese Religion nicht. Im heiligen Ramadan werden die sogenannten Ramadan-Lampen angezündet. Und natürlich gibt es auch Sonnenreligionen im Animismus. Und du sagst, naja, das kennen wir auch vom Judentum, kennen wir jetzt auch zu Weihnachten, vom Weihnachtslicht. Aber ihr Lieben, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem jüdischen Glauben, zwischen dem biblischen Glauben, dem christlichen Glauben und allen anderen Religionen. Im jüdischen Glauben bekennen wir, dass Gott sogar das Licht geschaffen hat. Am ersten Tag sprach er, es werde Licht und es wurde Licht. Gott ist der Schöpfer des Lichts, ja, er ist sogar die Quelle des Lichts. Die Bibel sagt sogar, er ist das Licht. Mein atheistischer Freund, der sich immer lustig macht über meinen Glauben, der sagt immer, hey Mario, ich kann dir auf der ersten Seite deiner Bibel, kann ich dir beweisen, dass die Bibel widersprüchlich ist. Auf der ersten Seite. Ich sage, was ist denn los? Und sagt er, weißt du, deine Bibel sagt, am ersten Tag sprach Gott, es werde Licht. Obwohl die Sonne noch gar nicht war. Die Sonne hat er erst am 4. Tag geschaffen. Siehst du, da habe ich den Widerspruch. Ich habe schon dir gezeigt, dass die Bibel falsch ist. Und ich strahle und ich bin voller Freude. Und ich sage, ist das nicht fantastisch, dass unsere Religion nicht kreist um eine Sonne? Wir sind keine Sonnenanbeter, obwohl wir gerne nach Mallorca fahren, nicht wahr? Wir beten den an, der die Sonne geschaffen hat. Amen. Das ist das Grund. Gott ist der Schöpfer des Lichts. Und es heißt sogar, es haben sogar die Wissenschaftler ausgerechnet, die haben genau ausgerechnet auf den Tag, in so und so vielen Milliarden, Millionen, Tausenden von Jahren, da geht die Sonne aus. Wow, hast du Glück gehabt, ne? Das wirst du nicht mehr erleben. Aber irgendwann geht die Sonne aus.
Und das steht sogar in der christlichen Bibel im Neuen Testament, Offenbarung 22, Vers 5. Da heißt es, einmal wird die Sonne nicht mehr sein und die Erde nicht mehr sein. Und Gott wird unser Licht sein. Amen. Er wird Gott uns scheinen. Das ist der Unterschied zwischen jüdisch-christlicher Religion und der animistischen Religion. Wir kreisen nicht um eine Sonne, sondern wir beten den an, der das Licht ist. Aber jetzt kommt der Skandal. Jetzt kommt die Gotteslästerung. Jetzt feiern wir Weihnachten. Wir feiern die Geburt eines Menschen, der ein Anstoß war bei den jüdischen Gelehrten. Er war ja selber jüdischer Pharisäer und er hat die Dreistigkeit, den Mut zu bekennen in Johannes 8, Vers 12 und sagt, ich bin das Licht für die Welt. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren wie Pastor Mario im Damaskus, ne? Wenn er zur Toilette geht, sondern er wird das Licht des Lebens haben, das ihn in das Leben führt. Oh, Halleluja. Das ist das Fantastische. Und Jesus sprach das natürlich so, dass alle Juden das verstanden haben. In Johannes 8 war Jesus zu Gast in einem der größten, der drei größten jüdischen Feste, sogenannte Laubhüttenfest. Das müssen wir für uns Christen erstmal wieder entdecken. Was ist das Laubhüttenfest? Das Laubhüttenfest feiern Juden nach tausenden von Jahren heute immer noch. Und zwar im Oktober zum Herbst. Wenn du einen Balkon hast oder du hast einen Garten, dann baust du dir so aus Holzgestänge so ein kleines Häuschen und legst so Zweige oben drauf. Ganz bescheiden, so dass du noch die Sterne sehen kannst. Kann man in Deutschland oft nicht sehen, ist immer bedeckt, ne? In Deutschland. Aber dann erinnern sich die Juden an ihre Vorväter, als ihre Väter durch die Wüste gegangen sind, 40 Jahre lang durch die Wüste. Und Wüste stellen wir uns so als Europäer, die wir noch nie eine Wüstenreise gemacht haben, vor, boah, das ist so total heiß. Aber wir waren mal vor vielen, vielen Jahren, das war meine erste Gemeindereise nach Israel. Und dann sind wir von Israel über die ägyptische Grenze, sind wir nach Ägypten und wollten eine Wüstenwanderung auf dem Berg Sinai machen, da wo die 10 Gebote gegeben worden sind. Und dann mussten wir am Abend in die Wüste fahren, sind da in unser Hostel und haben da übernachtet. Aber es war eigentlich keine Übernachtung, denn morgens um 3 Uhr hat uns unser Wüstenführer dann geweckt. Wir waren dann sehr erfreut, ne? Morgens um 3 Uhr, dann mussten wir nachts durch die Wüste wandern, auf dem Berg Sinai. Warum? Ja, weil am Tag gehst du kaputt, ne? 40, 50 Grad Celsius, ne? Da geht keiner am Berg hoch. Ne? Also sind wir nachts gegangen. Und wir als lichtverpestete Europäer, die wir kaum noch die Sterne sehen, wir haben in den Himmel geschaut und der ganze Himmel war voller Sterne, weil die Wüste ist so dunkel nachts. Absolute Finsternis. Und beim Laubhüttenfest erinnern sich die Juden daran, dass Gott das Licht in der Dunkelheit ist. In der Nacht hat Gott durch die Feuersäule das Volk Israel durch die Dunkelheit, durch die Kälte, wer mal in der Wüste übernachtet, der weiß, wie kalt das werden kann. Und hier sagt Jesus zu diesem Laubhüttenfest, ich bin das Licht, das in deine Finsternis gekommen ist. Juden feiern und Juden wissen, Gottes Licht kommt in meine Finsternis, kommt in unsere Finsternis. David spricht das in Psalm 139. Da ist er an einem tiefsten Punkt seines Lebens. Er hat einem seiner Offiziere hatte die Frau ausgespannt, sie geschwängert, hat Ehebruch betrieben und hat dann noch diesen Mann in den Tod geschickt. Rabat Amon, das ist das heutige Amman. Er war am tiefsten Punkt seiner Schuld. Schuld, die man nicht mehr wieder gut machen konnte. Schuld, die ihn in totaler Verdammnis und in totaler Dunkelheit hielt. Und er sagt dort im Psalm 139, und spräche ich, Finsternis möge um mich herum sein. Gott, du bist doch das Licht in meiner Finsternis. Und lege ich mich in die Betten des Scheols, in die Tiefen des Scheols, bist du, Gott, doch Licht bei mir, denn bei dir ist Nacht wie der Tag. Gott kommt in unsere Finsternis. Und
Ich würde dich gerne mitnehmen heute Abend zu meinem Erlebnis in Damaskus. So, wenn das Licht ausgeht, so wie jetzt, nicht wahr? Wenn das Licht absolut ausgeht und wir sind in der Finsternis. Und Gott sei Dank haben wir meine Taschenlampe dabei. Und die Taschenlampe, die weist uns den Weg. Und wir feiern heute, dass Jesus das Licht ist, das uns erleuchtet. So wie wir das jetzt haben. Und weißt du, und dass das Paradoxe ist, dass Jesus sagt, in Johannes 9 sagt er, das Licht, in Johannes 3, Vers 19, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, weil ihre Werke waren finster. Das ist paradox, oder? In der Finsternis meines Lebens kommt Jesus mit seinem Licht in mein Leben hinein. Aber Jesus sagt, die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Ich war meine ganze Schulzeit ein schlechter Schüler. Und es gab nur einen Grund, ich war stinkfaul. Aber wenn es dann an die Arbeit ging, wenn wir einen Test geschrieben haben, hatte ich immer meinen Spickzettel dabei. Den habe ich mir dann gebastelt, habe mir den in die Hand geklebt und so weiter. Da hatte so meine Techniken und den habe ich natürlich nicht offen ins Licht gehalten. Den habe ich in der Finsternis gehabt, denn ich wollte nicht, dass meine Lehrerin weiß, wie dumm ich wirklich bin oder wie faul ich wirklich bin. Aber weißt du, was ich auch getan habe, um in der Finsternis zu bleiben, um einen Spickzettel zu verbergen? Meine Lehrerin, Frau Hanak, ich werde ihren Namen nie vergessen, Frau Hanak, sie hatte Laseraugen und sie hat jeden Spiegel ans Licht gebracht. Und das war für mich sehr unangenehm, und aber für meine Mutter war es herrlich, denn dann hat sie mich zum Nachhilfeunterricht geschickt. Ich weiß nicht, wie viele Nachhilfelehrer ich verschlissen habe in meinem Leben, nicht wahr? Und als ich junger Pastor war, als ich meine ersten Beerdigungen hatte, hatte ich Menschen, die krebskrank waren und an Krebs gestorben sind. Und wenn ich dann nachher mit den Verwandten gesprochen habe, dann flossen die Tränen. Und dann haben sie mir gesagt, weißt du, wir kommen aus einer Kultur, wir gehen nicht zum Arzt. Aber wenn wir doch zum Arzt gegangen wären, wenn mein Mann doch zum Arzt gegangen wäre, werden diesen Krebs schneller erkannt, früher erkannt. Man hätte noch was machen können, aber dann war es zu spät. Ich bin zu spät in das Licht gekommen. Und das hat in mir gearbeitet. Und als ich so 40, 45 war, da habe ich gesagt, ich möchte gerne als Pastor dieser Gemeinde, möchte ich ein Vorbild sein. Ich möchte mich einmal im Jahr vor die Gemeinde stellen, das mache ich heute, erfülle ich meine Pflicht. Und sagt, ich gehe zur Krebsvorsorge. Aber das darf man ja nicht nur predigen, das muss man auch machen. Und dann bin ich das erste Mal zum Arzt und der hat mich durchleuchtet. Und das war unangenehm, weil der hat herausgefunden, dass meine Milz schon vergrößert war. Und hat er zu mir gesagt, Herr Warnschaffe, Sie haben ein Problem. Sie stehen vor einer Leukämie, aber Sie haben noch viel, viel Zeit. Denn jetzt sind Sie noch stark wie ein Bulle, Sie arbeiten noch wie ein Ochse. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, er wird schon werden, sagen wir im Rheinland. Ist schon immer Jod gegangen. So habe ich das immer gesagt. Ich habe das nicht wahrhaben wollen. Aber weil ich Gott versprochen hatte, einmal im Jahr gehe ich zur Krebsvorsorge, habe ich mich immer wieder in dieses Licht gestellt. Und es wurde nicht besser. Und das war für mich belastend, sich in das Licht zu stellen, dass man durchleuchtet wird. Und so ist es auch, wenn wir zu Gott kommen, dann durchleuchtet uns sein Licht, aber nicht, um uns zu verdammen, nicht um uns zu verwerfen oder zu demütigen, sondern um uns zu heilen. Weißt du, und als dann der Tag kam, das war vor 4 Jahren, am 21. Dezember 2018, klingelt bei mir das Telefon. Und mein Doktor war dran und sagt, Herr Warnschaffel, der Tag X ist gekommen.
weil sie sich immer ins Licht gestellt haben, haben sie noch ein bisschen Zeit. Sie haben noch 6 Monate, können eine Entscheidung treffen. Entweder sie machen nichts, dann sind sie in 3 Jahren tot. Das war letztes Jahr. Letztes Jahr wäre meine Beerdigung gewesen. Oder sie machen eine risikoreiche Stammzelltransplantation. Und das war für mich der 21. Dezember 2018, das war für mich ein Schock. 2 Wochen lang hatte ich Todesangst gehabt. Ich habe niemandem was erzählt, nur meiner Frau. Ich kann mich noch an dieses Weihnachten erinnern, ich kann mich noch an Silvester erinnern, dort habe ich gepredigt. Niemand wusste Bescheid, nur ich wusste Bescheid. Und ich hatte Angst und ich war in der Finsternis. Angst hatte mich ergriffen. Bis zu diesem Tag, wo sein Licht mich getroffen hat. Und du fragst vielleicht, hey Mario, das ist mir alles viel zu abstrakt. Jesus ist geboren. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Dass Jesus im Orient geboren ist. Jesus, das Licht, verstehe ich nicht. Ich will dir erklären, wie das in meinem Leben war. Ich habe einfach so, wie ich das jeden Tag tue, eine kleine Schriftstelle gelesen in der Bibel, Philipper 1, Vers 21. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Und Gottes Wort war so, als ob nicht ich das Wort ausgelegt habe, sondern Gottes Wort hat mich ausgelegt. Und ich habe erkannt, wir als Gläubige, wir sterben nicht, wir gehen nach Hause zu Gott, unserem Vater. Amen. Gottes Licht ist aufgeleuchtet in meinem Herzen. Denn Psalm 119, Vers 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und natürlich gab es immer wieder Momente, wo ich aus diesem Licht herausgestritten bin. Als ich in Hamburg-Eppendorf war, da hat sich in der Chemotherapie hat sich Wasser eingelagert in meiner Lunge. Das kann niemand verstehen oder nachempfinden, wer das nicht selber erlebt hat. Du liegst in einem trockenen Bett und du wachst auf und denkst, du bist am Ertrinken. Und ich habe gehustet, habe mir die Seele aus dem Leib gehustet. Und dann kam der Arzt zu mir und sagte, Herr Warnschaft, du wissen Sie was? Wir müssen jetzt einen Roboter mit 2 Köpfen in Ihre Lunge durch den Mund einführen. Ja? Und da kann man vielleicht dran sterben, da kann die Lunge reißen. Hat er mir dann 13 Seiten vorgelesen, was alles passieren kann und wie ich alles, welche Tode ich alles sterben kann. Weil Seite 7 habe ich gesagt, ich habe schon genug, wo ich kann nicht unterschreiben. Und dann lag ich da in meinem Leibchen, in diesem kalten Warteraum. Und ich hatte ein bisschen Angst. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich in das Licht gestellt. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und Psalm 103, Vers 3. Der Herr spricht, ich bin der Herr, ich vergebe dir alle deine Schuld. Und ich bin der Herr, der alle deine Gebrechen heilt. Gottes Wort ist unser Licht. Und weißt du, wenn wir uns lang genug in dieses Licht stellen, dann werden wir selber auch zum Licht. In Jesaja 60 heißt es, dass da sagt Gott zu seinem Volk, steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt auf der Herr. Und weißt du, so wie der Mond sich in die Sonne dreht und der Sonne aussetzt, der Mond hat kein Licht, aber er strahlt so hell, weil er angeleuchtet wird von der Sonne und erleuchtet unsere Nacht. Und ich möchte dich heute ermutigen, Jesus ist dein Licht in deiner Finsternis und wenn du dich ihm aussetzt, dann wird dein ganzes Leben hell, so wie jetzt auch dieser Saal hell wird. Jesus ist geboren, Amen. Er ist dein Licht und du wirst jetzt im Heiligen Abend, im neuen Jahr, willst du ein Licht sein für deine Nachbarn, für deine Freunde, soll ich dir noch was verraten? Für deine Feinde. Amen. Du bist der Einzige, der seine Feinde liebt. Amen. Ist das nicht fantastisch? Und weißt du, John Irving,
Er war der Astronaut, der mit Apollo 15 zum Mond geflogen ist. Er setzte seinen Fuß auf den Mond. Er war der achte Mensch, der den Mond betrat. Weißt du, was er gesagt hat? Nach Neil Armstrong. Kennt ihr, ne? Neil Armstrong. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Sprung für die Menschheit. Weißt du, was John Irwin gesagt hat? Der größte Tag in der Geschichte der Menschheit war nicht, wo der Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, sondern der größte Tag in der Geschichte der Menschheit war, wo der Sohn Gottes seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch, Jesus Christus ist geboren. Das Licht ist in unserem Finsternis gekommen. Und ich würde gerne noch euch einladen, dass ihr kurz die Augen schließt zum Gebet. Wenn du noch nie gebetet hast, macht nichts. Schließ kurz deine Augen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte gern, dass Jesus nicht nur auf die Erde, nicht nur irgendwo in Bethlehem seinen Fuß auf die Erde setzt, sondern ich möchte gerne, dass Jesus in meine Welt, auf meinen Planeten, in mein Herz, dass er eintritt in mein Herz, in meine Dunkelheit. Ich habe auch viele Fragen. Warum bin ich so voller Hass? Warum bin ich so voller Aggression? Warum bin ich so voller Ängste? Ich bin wie dieser, der tappt in der Dunkelheit und sich an der Wand entlang tastet. Ich weiß meinen Weg nicht, ich habe meinen Weg verloren. Aber heute habe ich etwas gelernt. Jesus ist auf diese Welt gekommen, wegen mir, wegen mir. Und heute möchte ich mein Herz Jesus öffnen. Und ich lade dich ein, heute am Heiligen Abend, heute, wo wir den Geburtstag von Jesus feiern, für dich kann heute auch heiliger, großartiger Abend werden, indem du dein Herz für Jesus öffnest. Und wenn du dem Himmel ein Zeichen geben möchtest, sagst du einfach, hier bin ich Herr, streck einfach deine Hand als ein Zeichen für den Himmel und sag, hier bin ich Herr. Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du in mein Herz kommst. Streck einfach deine Hand aus, ich würde gern für dich beten. Danke, Jesus. Danke. Danke. Und zusammen wollen wir gemeinsam aufstehen und wir wollen als Gemeindefamilie zusammen das Gebet eines Kindes beten und wir sagen, lieber Vater im Himmel, zusammen sagen wir Amen, Halleluja, Jesus. Und ich möchte gerne euch noch segnen zum Heiligen Abend. Vater, ich danke dir, Herr. Danke, dass du unser Licht bist, Herr. Danke, dass wir uns heute in dein Licht drehen dürfen, so wie der Mond. Vater, von uns kommt kein Licht, aber wenn wir in deinem Licht sind, Herr, dann sehen wir nicht nur unseren Weg, sondern wir sind auch eine Reflexion deiner Schönheit für unsere Familie, für unser Umfeld. Lass uns Jesus noch einmal erheben, während wir stehen und ihm